Herzlich willkommen zu einem weiteren Part von FIFA 18 im Karrieremodus mit dem 1. FC Köln. Und wir haben endlich den Abschlussbericht zu Benjamin Henrichs. Ja, eine 76er Gesamtstärke, 11 Millionen Markwert, 36.000 Euro Gehalt. Den könnten wir uns vielleicht in der Winterpause erlauben. Den lassen wir auf jeden Fall mal auf der Wunschliste, denn er kann ja den RV und den LV spielen. Ja, wir versuchen ihn zu bekommen. Vielleicht sogar noch vor der Wintertransferpause. Man kann ja die Angebote schon abschicken, aber ich sage mal, wir reden nicht viel. Wir starten ins Spiel gegen Hannover 96 und starten dann auch direkt rein. Und da sind wir auch schon zu Gast in Hannover gegen den 1. FC Köln im Waldstadion. Und ich frage mich gerade, warum die Kommentatoren an sind. Die werde ich gerade mal ganz schnell ausschalten. So, wo haben wir das? Spieleinstellungen. So, Namensleiste. Nein, da Kommentator aus. Die will ich nicht hören. Die sind nämlich zum Heulen. Köln in den weißen Trikots von rechts nach links und wir starten direkt rein, wollen natürlich hier den Sieg gegen den vorletzten Tabellenplatz uns holen. Und wir versuchen es einfach mal. Und direkt die erste Chance durch Hector, wird aber nichts und der Nachschuss wieder nichts. Und wieder der Nachschuss und da ist das 1:0 für den 1. FC Köln. Und es ist natürlich unser Leo Bittencourt in der 5. Spielminute. Und das war eigentlich ein ganz schönes Tor von dem. Schauen wir nochmal. Einmal abgewehrt, setzt richtig schön nach bis zum 16er zurück. Zieht ab. Und dann das 1:0. Für den 1. FC Köln. Und es wird jetzt ein bisschen neuer werden, wenn ich selber spiele. Es wird nicht mehr alles eingeblendet, sondern wirklich nur die guten Aktionen. Und Anschluss für Hannover. Und Hector versucht es, kommt aber nicht durch. Holt er die Ecke? Nein, er holt die Ecke natürlich nicht raus. Und da ist die Chance gewesen, einfach mal der lange Ball von den Jungs aus Hannover mal nach vorne. Und dann nochmal das Tor zu sehen, Früchtl ja im Tor, da unser Timo Horn verletzt ist. Und wir versuchen es weiter. So, 22 Minuten sind gespielt und der FC mal wieder über Bittencourt. Schön in die Mitte rein. Der Ball wird angenommen von Höger, aber nichts ist da passiert. Und ich lasse es jetzt einfach mal weiterlaufen. Und ihr seht, Simon Zoller mit dem nächsten Schussversuch. Wird auch nichts draus. Eggestein setzt nach, kommt aber nicht mehr dran. Aber immerhin der Einwurf, der total misslingt. Und wieder Zoller. Kann sich aber wieder nicht durchsetzen und der FC jetzt hier gerade mal richtig gut nach vorne am Spielen. Ah, da kommen wir nicht an den Ball. Und es ist immer noch ungeschnitten hier. Wir sind einfach die bessere Mannschaft. Ja, und da kommt Eggestein zu spät. Und wir sind einfach die bessere Mannschaft. Das 2:0 liegt uns auf dem Fuß. Und jetzt mal. Und da ist das 2:0. Durch Simon Zoller. Kein Fehlkauf, rein gar nichts mit ihm. Und dann nochmal zack. Zoller schön durchgegangen und... Ich habe es ja angesprochen, zweite Tor liegt uns auf dem Fuß, sein erstes Saisontor. Und wir versuchen weiter hier ein bisschen nach vorne zu pushen. Und jetzt nochmal Bittencourt.
Ach, schade. Und jetzt ist, sag mal, Klünter auf dem Vormarsch. 2 Minuten Nachspielzeit, aber das wird die letzte Aktion gewesen sein vor der Halbzeit. Und da ist auch schon der Halbzeitpfiff. Und in der Halbzeit gab es beim 1. FC Köln 2 Wechsel. Gomez kam für Zoller und Osako für Eckstein. Und wir wollen hier aufs 3-0 gehen. Und jetzt mal Osako, der ist schnell. Und Córdoba kommt dann nicht zum Kopfball. Aber von hinten mal Höger zieht ab. Und Esser hält natürlich wieder, was es zu halten gibt. Und wir machen erstmal ein ruhiges Spiel. Und jetzt mal Hector im Zusammenspiel mit Gomez. Der ist natürlich gut beweglich, der kleine Gomez. Aber wieder Esser. Gomez kann sich da nicht durchsetzen. Und jetzt mal wieder Osako über den Flügel. Mit der Flanke und Córdoba. Da sehen wir es nochmal. Osako gut gemacht und Córdoba springt dahin mit dem Flugkopfball. Knapp übers Tor. Und wir lassen den Jungs hier keine Chance. Und jetzt nochmal Höger. Er kann es aus der Distanz, aber da wird nichts draus. Und Hector kann den Ball dann nicht behaupten. Und jetzt mal die Jungs aus Hannover. Die können es natürlich auch. Aber unsere Hinterleute passen auf. Und jetzt Córdoba. Ja, Schiri, das muss gelb geben. Ja, gibt es auch. Und weiter geht's hier. Und jetzt nochmal Höger vom 16er aus, aber Esser ist da und wir kriegen immerhin die Ecke. So, die Ecke kommt hoch rein. Córdoba und wieder nix. Und der nächste Wechsel, wieder Ecke, okay. Nochmal die Ecke von Jojic und geklärt. ...70 Minuten jetzt gespielt. Und gleich wird es den letzten Wechsel beim 1. FC Köln geben. Und schön durchgesteckt da auf Osako. Was macht Osako? Vergeigen und er zeigt mir an, Zagadou für Klünter. Und dann nochmal. Wieder nix und der Konter für Hannover. Wir stellen jetzt nicht um auf defensiv. Da kommt der lange Ball. Und Bittencourt kann sich dann nicht durchsetzen. Und Osako. Ja, das war nix. Und Sörensen passt da gut auf. Und jetzt wieder Osako nimmt da Córdoba mit. Kein Abseits. Er wird da gehalten. Und Bittencourt. Und wir werden wechseln. Bittencourt geht raus. Für Eggestein auch der Wechsel nochmal bei den Jungs von Hannover. Bittencourt ganz starkes Spiel. Bakalorz 90% der Pässe angekommen. Und von Osako nur zu 66%. Ah, Osako kann es ja, wenn er es will. Und jetzt nochmal Osako.
Ja, ganz stark davon. Osako nimmt da Eggestein mit. Er zieht ab. Und Ball fliegt weit am Tor vorbei. So, weiter. Wir sind hier kurz vor Spielende. Die Jungs aus Hannover sind sich wacker am Schlagen gegen die ganz starke Offensive hier von dem ersten FC Köln. Auch wenn nicht jeder Schuss drinne ist. Und jetzt nochmal die Jungs aus Hannover. Das nächste Spiel ist ja gegen die Jungs aus Wien in der Euroleague. Und da ist der Schlusspfiff. Köln gewinnt mit 2:0 gegen Hannover. Das Training habe ich jetzt einfach mal ein bisschen angepasst, damit auch so ein Gomez, Zagadou und Eggestein ein bisschen nach oben gehen. Zagadou hat jetzt die 67 erreicht. Gab auch noch eine Nachricht von Georges Meret. Er möchte gerne mal öfter spielen und er wird jetzt auch Spielzeit kriegen im nächsten Spiel. Sørensen wird auf die Bank gehen, damit er etwas Spielzeit auch bekommt. Ihn kann ich ja noch nicht verkaufen. Und wir versuchen jetzt einfach mal in der Transferzentrale Henrichs zu verpflichten. Und für 15,5 Millionen haben wir es geschafft, den Deal perfekt zu machen. Ich hatte erst 10 Millionen geboten, die sind kein Stück erst abgewichen. Die wollten 15,9 Millionen haben, hab's am Ende auf 15,5 Millionen geschafft. Und Henrichs, wir sind hier in der Vertragsverhandlung, ich akzeptiere das wichtig. So, Teamrolle haben wir. Für 4 Jahre möchte ich ihn verpflichten. Und, super, er wünscht sich keine Freigabesumme. Damit bin ich natürlich einverstanden. Er hatte einen Vertrag von 36.000. Wir bieten ihm 40.000 an plus einen Einstiegsbonus von, sagen wir mal, 400.000. Mal gucken, was die sagen. Okay, die wollen Einsätze 15, nein, das werde ich gegen Angebot. Bonus entfernen, Angebot senden. Okay, 39.000 und 490.000 Einstiegsbonus werde ich akzeptieren. Damit haben wir Henrichs für die Rückrunde bekommen. RV und LV kann er spielen. Hat jetzt derzeit eine 76. Und dann gehen wir ein paar Tage mal weiter. Und da sind wir auch schon im Spiel gegen Braga. Die Verteidigung steht mit Heinz und Meret in der Verteidigung. Hector auf links, Klünter auf rechts, davor Eggestein. Er wird diesmal ausnahmsweise nicht spielen. Supermann, aber er bringt uns jetzt nicht weiter. Er wird aber mitkommen und zwar für Kvairos. Ebenso werden wir einen Ersatzkeeper mitnehmen, zwar den Müller und der Rest, der steht Höger, Jojic auf der 6, Bittencourt auf linken, links, rechts, Clemens, davor Zoller und davor Cordoba. Wir starten rein. Wir werden das Spiel doch simulieren. Hoffe, dass wir den Sieg nach Hause bringen können gegen Austria Wien. Und Cordoba verletzt sich direkt und Hector macht das 1:0. Holzhauser kriegt gelb. Venuto mit dem Ausgleich in der 21. Minute. Und wir lassen es laufen. Hector kriegt gelb. Eggestein kommt rein für Cordoba und Venuto mit dem 2:1. Zoller direkt wieder mit dem Ausgleich 2:2. Und wir bräuchten diesen Sieg. Er ist ganz wichtig für uns. Und das Spiel geht 2:2 aus. Da schauen wir direkt mal, wo wir jetzt in der Tabelle stehen. Und wir sind weiterhin Erster. Wir haben zwar einen Sieg und das blöde Unentschieden gegen Wien, aber 4 Punkte vor Braga. Und wir haben eine Nachricht. Spieler verletzt, 3 Tage. Das ist verkraftbar. Und das nächste Spiel ist dann auch schon gegen RB Leipzig. Das war die Tabelle, die kennen wir ja. So, wir werden hier einmal stoppen, nochmal ins Training reingehen. Alle gleich.
alles simulieren. Zagadou geht auf die 68. So, komm, weiter. Weiter geht's hier im Text. Büro, monatliches Scouting-Update. So, Pizarro geht nach Peru, Sörensen nach Dänemark und Maro nach Slowenien. Die sind dann weg und wir gucken in den ersten Scouting-Bericht. Ja, sowas bieten die uns an. Ab in den nächsten. Und da Edson Reis. Ein Potenzial von 94. 150.000 Euro schon der Marktwert. Den werden wir mal verpflichten. Gut. 70, 79, alles weg damit. Dann in den letzten Scout-Bericht. Und da haben wir einen 15-jährigen Argentinier. Und der hat schon einen Marktwert von 525.000 Euro. Den werden wir jetzt direkt mal verpflichten. Ja, und sowas brauchen wir überhaupt nicht. Und hier haben wir noch einen 17-jährigen. Aber der Marktwert nur 200.000. Deswegen ablehnen. Und dann starten wir auch schon rein gegen Leipzig. Und da sind wir auch schon, Köln gegen Leipzig. Leipzig ist im Tabellenkeller gefangen. Letzter Platz mit nur einem Punkt, haben aber gegen Benfica 2:0 gewonnen. Und ja, fängt ja gut an. Zoller verletzt sich in der zweiten Minute direkt. Córdoba in der siebten direkt die gelbe. Und Córdoba mit dem 1:0 in der 28. Und Halbzeit ist vorbei. Gomez kommt für Zoller. Und Demme mit dem 1:1. Und kommt FC. Zeigt denen, dass ihr es könnt. Die beiden Eggesteins sind auf dem Feld. Und Jojic mit dem 2:1 noch vor Schluss. Damit besiegen wir die Leipziger. Und Simon Zoller wird für 7 Tage ausfallen. Das ist natürlich bitter. Nichtsdestotrotz, wir simulieren weiter. Und da seht ihr es, wir haben die Anfrage von Paraguay zum Nationaltrainer. Werde ich aber ablehnen mit Paraguay, wenn nur die Deutschen. Und wir gehen jetzt direkt nochmal 2 Tage weiter. Vor dem Spiel gegen Stuttgart. Alle werden nochmal trainiert. Die Jungs will ich so haben und es passiert nichts. Gomez und Zagadou gehen zwar gut hoch, aber kein Update, dass man sagen kann, besser sind sie. Und hier sehen wir nochmal die Tabelle. Wir sind mit 7 Punkten vor dem FC Bayern. Die haben nur 3 Siege aus 7 Spielen holen können. 3 Unentschieden und 1 Niederlage. Und weiter geht's bis zum Spiel gegen Stuttgart. Und wir haben hier ein Transferangebot für Marco Höger. Hoffenheim bietet uns 10,10 Millionen. Und wir werden jetzt zusammen mal verhandeln. Und ich sage, 9 Millionen hat er Marktwert. Er wird natürlich auch nicht jünger. Wir verlangen einfach mal 12,5 Millionen für ihn. Ja, euer letztes Angebot ist das. Mein letztes Angebot ist dann... Nein. Wir machen mal 12 Millionen. Mal gucken, was die Jungs aus Hoffenheim sagen. Nein, die bleiben stur auf 10,1. Versuchen wir einfach mal 10,5. Er ist es wert. Das Doppelte werden wir nicht raushauen können. Und ihr seht es, Deal ist geplatzt. Ist aber nicht schlimm, es gibt auch noch andere, die ihn kaufen wollen. Und dann starten wir rein ins Spiel gegen. Und da sind wir im Spiel Stuttgart gegen den 1. FC Köln. Samstag am 14. Oktober 2017, 15 Uhr. Und wir wollen natürlich den nächsten Sieg. Und Bittencourt in der 15. Minute mit dem 1:0. So kann es weitergehen. Und Höger kriegt die glatte rote Karte. Wer weiß, was er gemacht hat. Aber Bittencourt mit dem 2:0. Und kommt, Jungs, das könnt ihr halten. Vielleicht noch das 3:0. Nein, 2:0 der Sieg gegen Stuttgart. Und damit sind wir schon fast beim nächsten Spiel gegen
in der Gruppenphase und ein Spiel gesperrt ist Marco Höger. Und als nächstes dürfen wir dann ran gegen Braga. Ein wichtiges Spiel, aber vorher nochmal das Training. Werden wir natürlich direkt noch mitnehmen und dann starten wir auch schon fast rein ins Spiel. Früchtl geht hoch auf die 70 und dann Eggestein noch auf die 69 und wir starten rein gegen Braga. Und da sind wir auch schon im Spiel gegen Braga in Braga, 19. Oktober. Und Horn ist pünktlich fit geworden zu diesem Spiel. Er steht natürlich direkt im Kasten und das Spiel beginnt. Und Bittencourt in der 5. Minute mit dem 1:0. Und Bittencourt verschießt dann auch noch den Elfmeter. Das wäre doch schon fast die Vorentscheidung gewesen zur Halbzeit. Aber 1:0 für den FC. Und Bittencourt macht es dann noch das 2:0. Höger sieht gelb. Horta gegen Horta, okay. Höger sieht gelb-rot. Fran Sergio macht noch das 2:1. Aber wir gewinnen und sehen uns dann auch direkt noch die Tabelle an, bevor wir gucken, wie lange unser Spieler gesperrt ist. Und wir sind mit 7 Punkten weiterhin auf der Erfolgsspur. Dahinter Wien mit 3 Punkten, dahinter dann Braga und Konyaspor. In der Bundesliga auch bisher ungeschlagen durchmarschiert. Was wollen wir mehr? Und jetzt hoffen wir, dass ein Spiel ist Höger gesperrt. Er ist ja jetzt auch in der Liga gesperrt. Mit Rot. Deswegen wird er rauskommen. Und für ihn kommt Gomez rein. Nate nehmen wir einfach mal mit. Horn, ihr seht es, hat immer noch das Pflaster. Und wir simulieren weiter. Und Norwegen bietet uns hier auch den Nationaltrainerposten an. Werde ich ebenfalls ablehnen. Und wir haben jetzt noch einen Tag bis zum Spiel gegen Bremen. Und da sind wir auch schon. Wir gucken uns die Mannschaft an. Nur Gomez gibt die Veränderung und wir starten rein. Und der 1. FC Köln spielt zu Hause gegen den SV Werder Bremen. Wir reden nicht viel. Wir starten direkt. Wir wollen den nächsten Sieg. Und nach 10 Minuten immer noch 0:0. 20 Minuten, es passiert nichts. Und Eggestein mit dem 1:0 und Gondorf gleich direkt aus. Kruse verschießt den Elfmeter gegen Horn. Und die Zeit läuft so runter. Eggestein sieht gelb. Und beim FC, es kommt kein Wechsel mehr. Kruse sieht noch gelb. Und wir spielen gegen Bremen unentschieden. Und ja, Höger, die Sperre ist abgelaufen. Gegen Meppen müssen wir als nächstes im DFB-Pokal ran. Aber mich interessiert nicht jetzt gerade, gegen wen wir da in Pokal ran müssen, sondern wir bleiben auf der Erfolgsspur. 7 Siege, 2 Unentschieden. Immer noch 5 Punkte vor den Bayern. Nehmen uns dann auch noch einmal hier das Training mit. Und ich freue mich schon auf den Winter, wenn dann Henrichs kommt. Zagadou auf die 69 jetzt drauf. Und komm, zack, weiter. Vor dem Spiel, wir schauen uns einmal hier in der Jugendakademie um. Da haben wir Ismail Jara mit einer 60, die er bereits hat. Linkes Mittelfeld und eine 53, Edson Reis. Wir werden als nächstes dann Jara mittrainieren. Könnte ein großer Mann für die Zukunft werden. Ja, Gehaltsbudget 4000 Euro. Wir schauen einmal ganz schnell zusammen, von wem die Verträge auslaufen. So, sortieren. So, Müller, den lassen wir auslaufen. Ebenso bei Maru. Und sonst laufen hier keine Verträge. Erstmal aus, müssen wir uns keine Gedanken machen. Und dann simulieren wir hier noch einmal weiter bis zum Meppen-Spiel. Und da haben wir noch was. Transferangebot für Lukas Klünter. West Bromwich bietet 4,9 Millionen für Klünter. Eigentlich würde ich ihn ungern ziehen lassen. Aber wenn die mir ein gutes Gehalt bieten, beziehungsweise eine gute
Transfersumme, dann wäre ich natürlich nicht abgeneigt, ihn ziehen zu lassen. Deswegen verlangen wir 7,5 Millionen. Er hat einen Marktwert von 3,1. Die gehen hoch auf 6,8. Dann versuchen wir es mit 7,2 Millionen. Also unter 7 lasse ich ihn auf keinen Fall ziehen. Und die nehmen das Angebot an. 7,2 Millionen für Klünter. Also wenn er jetzt wechselt, wir haben schon Henrichs uns geholt, dann müssen wir, sind wir gezwungen zu sehen, dass wir da noch einen neuen Rechtsverteidiger kriegen, weil ich möchte gerne Henrichs auf der rechten Verteidigerposition spielen lassen. Und jetzt sind wir am Mappenspiel. Danke, Chef. George Meret bedankt sich nochmal bei uns, dass er spielen darf. Und im nächsten Part sehen wir dann das Mappenspiel. Köln gegen Meppen, natürlich zweite Runde. Kann man noch ein Auge zudrücken, dass es soweit kommt. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, dann seid ihr immer auf den Laufenden. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.